Da sitzt, liegt, hängt, schaut etwas am Weg. Da hüpft, lugt, droht, strahlt etwas herein und spricht dich an. Und da ist dein Gespür, dein Erleben erlebt was. Punkt wird akut. Akutpunktur zwischen dir und dem etwas. Das A und O. Ob Momente einen Ort haben außerhalb von dir. Oder mir. Sie sind ein Punkt im Raum vor Ort und ob. Sprechen als boah. Uff. Als hoch. Als hey. Ein Punkt, der in die Zeit sich strecken kann. Zu Punkten wird, zu einer Spur, grad hin zu dir. Und jetzt kommt Freude auf, nach allen Riegeln und Regeln. Da ist wieder ein Raum. Ist wieder ein Ort. Das wäre für sich allein noch nicht der Punkt. Mal hören, mal sehen, was hier vor Ort am End der Punkt gewesen worden sein wird. Moment, dort. Moment, Punkt. Komm. Thank you.
Momente machen uns an. Momente machen uns aus. Darum mit eigenen Texten Antworten auf Musik, um Momente zu bannen, Momente zu teilen. Darum kommen wir zusammen. Darum dieser Film. Wir machen uns synchron. Die Reithalle in Ludwigsburg bekommt ein Eingeweide, einen Stoff aus Augenblicken, gesammelt in Stadt und Land. Szenen gelangten ins Gelingen, nun schweben sie herein. Einsam in Gesellschaft. Leere Straßen, geschlossene Geschäfte. Auf der Suche nach einem Abendessen laufe ich über die Schanze. Die Menschen sind glücklich. Sie treffen sich in kleinen Gruppen, obwohl um sie herum alles dicht ist. Man spürt Hoffnung, eine Erwartungshaltung auf das, was kommt. Man sucht Gesellschaft, Austausch. Vorfreude auf das ein oder andere Glas Wein unter Freunden. Für meine Ohren. Ich drücke die Tasten, ich spiele den Klang. Die Melodie zieht ihre Kreise und spielt so auf ihre Weise ein Stück, das Welten zaubert, an deren Horizonten die Freiheit lauert. Ich drücke die Tasten, ich spiele den Klang. Jede Note bringt neues Erstaunen, wie als würde man von Wolken baumeln, weil dann jeder Windstoß Neues bringt, genauso wie wenn eine Note klingt. Ich drücke die Tasten, ich spiele den Klang. Doch für dein wünschendes Wort bringe ich meine Ohren an einen anderen Ort. Ich drücke den Klang, ich spiele die Maschine. Fahrrad in der Nordbahnhofstraße. Hab kleine Wellen wahrgenommen vom Aufbau der Stadt. Der Abbau des Lebens durch April 2020 hat nur deutlich gemacht, wie sich alles bewegt. Jetzt kleiner bewegt. Spüre das Wetter jetzt viel genauer. Hab ein besseres Gefühl für das Leben von anderen. Der Aufbau der Stadt hat mich müde gemacht. Jetzt macht er mich wach. Viele Viertel stehen schon neu. Die Stadtbibliothek, Neopark, Milaneo Neopark. Doch Unebenheit herrscht zwischen dem Dort und Stuttgart-Nord. Dort wohne ich seit kurzem. Dort leben die Alten, die Jungschen viel draußen, die Frauen, sie lachen, es bilden sich Gruppen. Es gibt viel zu sehen in der Nordbahnhofstraße. Es ist bunt gemischt. Ich bin bunt gemischt. Ich kann mich so nicht stehen lassen, wie ein Fahrrad vor dem Fenster, das nun schon lange steht, sich nie mehr bewegt, weil ständig Teile fehlen, weil wir sie uns nehmen. Und das Fahrrad wird kleiner, sein Körper verformt sich durch fehlende Stücke, bis irgendwann nur noch der Rahmen da hängt. Warum so stehen bleiben? Warum sich klauen lassen? Warum sich verändern durch fehlende Teile? Fahrrad, bleib ganz. Thank you.
Der Wind wird in der Dunkelheit noch kälter. Zieh deinen Schal länger, knüpfe die Jacke zu, alter Mann, in der Hitze des Schlafs wird die Nacht kalt werden. Warte kurz, ich getriebig schwirren Regenschimmer auf Gehwegen zwischen Kaufhaustüren. Stimmt. Jetzt wirklich keine. Ein Straßenköter hat vor einer der Drehtüren Stellung bezogen. Stillschweigend sitzend betteln seine Blicke die vorbeihastenden Schritte an. Ein Auge übergehend, der schaut er nicht. Er hat vergessen, wie man den Kopf hebt, dass er nichts mehr hält. Verlaust soll er sein, so zieht man kraulend ausgestreckte Kinderhände zur anderen Straßenseite. Du fängst dir noch was ein. Ab und an wirft man ihm einen Knochen hin, muss man an der Ampel wartend allzu lange neben diesem Elend ausharren. Die eigenen Hände in den Ärmeln versteckt, den Zähnen des Tieres nur nicht zu nahe kommen. Ob er beißt? Wohl möglich, wer weiß das schon. Und als hätte Gott selbst ihm Erlösung versprochen, kriecht der Hund winselnd zu Kreuze vor diesem Knochen. Die Zähne können das leichte Gewicht kaum tragen, doch ist es alles, was er hat heute Nacht. Nicht loslassen, nicht loslassen, während er sich zwischen Menschenbeinen duckt. Ungesehen vergehen Schritt um Schritt die Gedanken an Ort und Zeit. Jemand spuckt, er zuckt nicht einmal. Verdammter Straßenköter. Sich um Tritte winden, im Schatten verschwinden und für einen Moment ganz im Glanz seines Schatzes das Glauben beginnt. Verebbt der Lärm der Straße, vergisst er, wie das Fell um die Gelenke schlottert. Vergisst er die Träume, die er einst fangen wollte, wie er nun Kanalratten hinterherjagt. Und für einen Moment ist der hingeworfene Rest eines Hühnchensflügels Traum und Sinn genug. Selbstverschuldet ist es alles doch eh. Und bissig, wie sie es doch alle sind, baut man einen Käfig um den Köter und er tritt schildbewusst ein. Sieht er die frisierten Schoßschunde an Strassstein besetzten Leinen stalzieren, wird der Käfig zum sicheren Verstecktausch der Freiheit gegen Leben. Ist sein Knochen verschlungen und die Realität kehrt zurück. Wird der Käfig zu den Grenzen seiner Möglichkeiten, ne? Denen zu zweifeln ihm die Kraft wird. An den Himmel muss man glauben. Die Hölle ist in uns und für alle da. Jeder Dämon, jeder Gott seine eigene Kreation. Man hat dem tollwütigen Streuner einen Käfig gebaut, einen Penny für seine Gedanken. Ist zu teuer heute, also wiederholt er ihre, denn so funktioniert Gesellschaft. Doch irgendwann vielleicht. Ist manchmal, taumelt der unsichere Schritt einer Kinderhand zwischen den Stangen des Käfigs entlang. Und irgendwann vielleicht ist manchmal, passt jemand einen Moment lang nicht auf. Und irgendwann vielleicht ist manchmal, mit Fingern streicht Respekt das Fell. Angespannte Stille. Und dann glaubt er vielleicht an Erlösung. Und ein bisschen auch an sich selbst. Thank you.
Lockdown, die Zeit steht still. Ein Freund sagte, wir gehen wie durch Watte oder unter Wasser. Silberhell zwitschern gegenüber meinem Fenster kleine Vögel, unablässig und schnell, Stieglitze, vielleicht junge Meisen oder Rotschwänzchen. Das rote Laub ihres Lieblingsbaumes verbirgt sie ganz. Sie bewegen sich schnell, wenn sie auffliegen, zu schnell für Amateurfotografen. Da hilft kein Fernglas, kein Vogelhaus, nicht zu ändern. Da hilft keine Neugier, mein Schwachpunkt, meine Deformation professionell. Nur staunen. In Gesellschaft. Nur Augen und Stirn sind noch zu sehen. Kein Lächeln macht das Reden leichter. Die Stirn gerunzelt. Leidet das Gesicht darunter? Leidet es an dem Stoff vor dem Mund? Über der Maske leider nichts als Mascara. Der Blick darunter seltsam starr. Unnahbar. Ob sie unter der Maske den Mund verzieht, die Lippen schürzt, sie aufeinander presst? Die Mascara der Augen über der Maske lassen nichts davon erahnen. Was sich wohl hinter der Stirn befindet, welche Gedanken, fragende, verwirrte oder zornesrote, apathisch oder angsterfüllt? Auf jeden Fall allein. Jeder für sich, regelgerecht maskiert. So kommt man sich nicht zu nahe.
Nur ja nicht. Am besten den anderen mit Blicken fixiert. So bleibt er, wo er ist. Fest gewachsen. Kommt nicht näher. Besser so. Der Kranke hat die Stirn geboten. Für sich. Allein. Auch für uns alle. Ruhezeit. Früher waren viele in Schwimmbädern, waren viele im Stadion, um ihre Mannschaft anzufeuern, waren viele zum Einkaufen in der Fußgängerzone. Und früher gingen viele Kinder und Lehrer in die Schule. Heute sind keine in Schwimmbädern, sind keine im Stadion, die ihre Mannschaft anfeuern, sind keine zum Einkaufen in der Fußgängerzone. Und heute sind keine Kinder und Lehrer in der Schule. Bald werden wieder viele schwimmen gehen, werden wieder viele im Stadion ihre Mannschaft anfeuern, werden wieder viele in der Fußgängerzone einkaufen und bald werden wieder viele Kinder und Lehrer in die Schule gehen. Bald ist es wieder wie früher. Ein Zug fährt dumpfend durch die Nacht, warnt vom Weiten mit schrillem Ton den potenziell Lebensmüden, rauscht vorbei, verschwindet ruckelnd in der Nacht. Thank you.
Dröhnen der Geräusche um mich herum. Autohupen, Gesprächsgewirr. Jeder will etwas von mir. Das Ein- und Ausdrängen durch offene Türen, das Geschiebe und Geschubse durch die vollen Straßen, wie Ameisen, die durch die Öffnung ihres Baus hinein- und hinausdringen wollen. Kein Platz, kein Raum zum Atmen. Zwei Blicke treffen sich, die eines Kindes und die meine. Augen so blau und tief wie das Meer, in das man jetzt am liebsten eintauchen würde. Eintauchen, untertauchen und sich in den leichten Wellen treiben lassen. Frei von jeder Last und Geräuschen, wie ein Drache, der leicht wirbelnd in den kalten Winden umhertanzt. So bunt und unabhängig, wie man sich das Leben manchmal wünscht.
von meiner alten Tante Grete und ihrer tollen Geburtstagsfete bin ich nun auf dem Weg zurück, hab dabei aber wenig Glück, denn wie ne listige Schlange schlängeln sich die Autos, die da quengeln, vor mir hin ein langer Stau, prompt wird's mir im Magen flau. Mein Fuß sehnt sich nach dem Pedal, das mich nach vorn bewegt. Mein Nacken steif, so wie aus Stahl, tut mir seit Stunden weh. Ach, all die Menschen haben doch Spaß, mich davon abzuhalten. Nach Haus zu fahren, mich auszuruhen und einfach abzuschalten. Und plötzlich sticht mir was ins Auge, es mir sofort den Blick erhält. Ja, nämlich meine Autohub, die aus Selbstjustiz nun schellt. Denn freilich habe ich Recht dazu, die Situation zwingt mich zum Tun. Die Menschen haben doch die Zeit, aber ich doch nicht vermaledeit. Der Grund für diese Peinerei ist übrigens nur nebenbei, die Kunst eines LKWs voll Seiden, der richtigen Straße nicht treu zu bleiben. So langsam steigert meine Wut sich zu einer heißen Feuerglut. Ich hub im Sturm, durchreiß die Stille, erschrecke jeden mit der Schrille. Als ich dann seh, das jähe End, bin ich mit allem ganz am End. Das Einzige, was ich noch bete, ich will nie mehr zu Tante Grete. Wind. Ich glaube, in letzter Zeit geht es ihr nicht mehr so gut. Sie sagt, sie vermisse unser altes Leben, unser Zusammenleben, unsere Feste und unsere Projekte. Wie wir uns liebten, hassten, Späße miteinander gemacht haben und voneinander gelernt haben. Sie meint, sie habe das Gefühl, wir bräuchten uns gegenseitig, um glücklich leben zu können. Doch inzwischen findet sie alles komplett trist. Jeder Tag, meint sie, sei gleich grau, in jedem Online-Meeting passiere das Gleiche und egal, was auch passiere, es macht sie weder glücklich noch traurig. Sie sei emotionslos, sie fühle nichts. Sie skippe jedes Lied in ihrer Lieblingsplaylist, habe keinen Spaß mehr am Lesen und ihr Klavier staube nun auch schon über ein Jahr vor sich hin. Alles, was ihre Welt früher bunt gemacht habe, vermische sich jetzt zu einem grauen Gemisch, das sie vergeblich versuche hinunterzuschlucken. Ich glaube, wir sollten dringend mal wieder zusammen zum See. Einsamkeit. Wie schon oft zuvor in dieser Zeit gehe ich spazieren. Es ist einer dieser Spaziergänge, die ich pflege, um nicht vollkommen der Monotonität des Alltags zu verfallen. Mein Kopf schmerzt. An was es ihm mangelt, sind Eindrücke, und die versuche ich bei jenen Spaziergängen zu finden. Zuerst ganz unbemerkt schweifen meine Blicke über das graue Firmament, und ich bemerke, dass alles um mich herum auch grau ist. Farblos, fahl, so wie nie zuvor. Der Wind ist nicht peitschend, aber doch so stark und kühl, dass man ihn deutlich auf der Haut, vor allem an den rot gefärbten Ohren, spüren kann. Ich werfe kurz einen Blick auf mein Handy. Schaue nach, wie viele Nachrichten ich habe. 6. Und doch fühle ich mich nicht besser, nicht gebraucht, nicht mit einbezogen. Wie immer gehe ich dann meinen gewohnten Weg am Sportplatz unserer Stadt entlang. Ein wenig keuchend, denn der Weg an jenem Platz vorbei führt einen Berg hinauf. Wie schon oft zuvor halte ich zur Hälfte des Emporstiegs an der Pforte zum städtischen Fußballplatz inne. Es ist nicht so, als würde mich Fußball nur im geringsten mit Interesse erfüllen. Jedoch hatte ich es immer gemocht, den trainierenden Gleichaltrigen den Gruß zu sprechen und einen kurzen Plausch zu halten. Doch nun scheint der Platz vor mir wie eine schlecht gemachte Kopie seiner selbst. Die sonst durch die strahlende Abendsonne in ein wohlig orangenes Licht getauchten Kunstrasenflächen scheinen nass, unbenutzt und tot. Die Gatter muten wie die Gitter eines Käfigs an, der seine Depression gefangen hält. Und die verlassenen Steintribünen wie klagende Treppen, die ihren Nutzen bereits vergaßen. Die unbeschossenen Tore hingegen warten sehnlichst auf das nächste Tor, das niemals kommt. Das also macht Einsamkeit mit einem Sportplatz. Was wird sie wohl mit einem Menschenleben anstellen? Musik.
Ein Haus ist doch ein Haus. Ein Baum ist doch ein Baum. Ein Tier ist doch ein Tier. Ich leb in Momenten, dann weiß ich, was was ist. Ein Ort ist doch ein Ort. Ein Platz ist doch ein Platz. Ein Weg ist doch ein Weg. Ich leb in Momenten, dann weiß ich, was was ist. Ich stand auf der Reise mit meinem Gepäck. Ganz plötzlicherweise kam ich hin und weg. Auf zog der Vorhang und es war, was es schien. Unglaublicher Vorgang im Vorüberziehen. Ein Mensch ist doch ein Mensch. Ein Wind ist doch ein Wind. Ein Du ist doch ein Du. Ich leb in Momenten, dann weiß ich, was was ist. Ein Fall ist doch ein Fall. Ein Schmerz ist doch ein Schmerz. Ein Halt ist doch ein Halt. Ich leb durch Momente, dann weiß ich, wie was ist. Ich stand auf der Reise mit meinem Gepäck. Mein Drehen im Kreise war plötzlich weg. Aufzieht der Vorhang und es ist, was es scheint. Ersehnlichster Vorgang. Ich bin gemeint.